Hier an dem Ding kann ich nichts mehr machen. Das sieht übrigens auf der, in der Mitte noch immer wie ein Schrein aus. Aber die Brücken zu den Schreinen sind halt kaputt. Höchstens, ich kann jetzt, da ich den Erdinger habe... Oh, hier könnte ich auch noch fischen. Also im Notfall geht mir das Essen nicht so schnell aus. Was wollte ich jetzt? Oder ich muss die Dinge einfach auf dem Altar platzieren, um irgendwas Besonderes hinzubekommen. Das könnte natürlich auch sein. Wenn ich dir Steine gebe, bist du wieder maßlos überladen. Weil du irgendwas hast, was viel wiegt. Aber was? Wahrscheinlich viele Pfeile? Nein, das Ding hier zieht dir Stärke ab. Gib mir mal die hier stattdessen lieber. Und den da, den bunkern wir hier. So, hier ist unser Speicherkristall, bei dem wir schon lange nicht mehr waren. Dann lege ich hier mal Zeug ab, was wir nicht mehr brauchen. Das brauchen wir noch, das brauchen wir auch noch, das ist ein Ding. Den Brief brauchen wir auch noch, Letter. Den sollten wir auch noch behalten. Das hatten wir schon. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Den sollten wir eigentlich lieber hier oben hin tun. Und das gehört eigentlich zu dem Rätsel. So. Gib mal den Sack hier ab. Nebenbei, warum hast du eine Healing Potion? Achso. Ja, die Healing Potions, die ich gemacht habe, bevor ich die Minen betreten habe, die sind weg. Gut. Hast du noch irgendwas, was du abgeben möchtest zurzeit? Ja, das Ding möchtest du gerne loswerden erst einmal. So, da ist nur Essen drin. Und damit war es das. Ah, ach so. Ne, die beiden Sachen behalten wir erst einmal. So, kurz speichern. LP064. Und dann werden wir im Wasser mal bei die Fische aufräumen. Damit wir uns da mal etwas ruhiger umsehen können und vielleicht auch endlich das Atemanhalten-Rätsel da lösen könnten. So, hallo, wo seid ihr? Erstmal bräuchte ich eine Leiter, um hochzukommen, danke. Hier kommen wir immer noch nicht rein, weil wir immer noch nicht den Schlüssel haben. Ja, da kommen wir nicht rüber, da kommen wir auch nicht rüber. Weil wir da an der Stelle nicht runterkommen. Also hier. Hier ist nämlich irgendwie noch eine magische Barriere, die wir erst wegmachen müssten. Was sagst du? Der Stille hat einen Freund, der er reden möchte. Head towards the sunrise behind the gate to find him. Also ja, über das Gate kommen wir nicht. Und da auf die Insel kommen wir auch immer noch nicht. Wir könnten hier höchstens Fische einsacken. Den Dinger haben wir auch schon geplündert. Okay, wo ist die nächste Leiter nach oben? Da. Und ja, irgendwie haben die wohl alle Angst vor uns bekommen. Dass sie sich nicht mehr hierher trauen. So, das heißt,
Atemanhalten-Rätsel. Hm? Oh. Hi, Kumpel. Ja, okay, unter Wasser dauert das eine Weile. Einmal daneben hauen und wieder hochgehen. Wieder runterhüpfen. Und die Meile verpassen. So. Einer ist schon mal weg. Was hast du eigentlich für eine Spezialattacke? Ich glaube, du wirfst das Ding, oder? Nein, Trust. Hi. So. Oh. Sind es zwei von euch mittlerweile? So. Ein Schaden. Okay, 10 Schaden ist schon ein bisschen mehr. So, noch einer weg. Ich weiß gar nicht mal, wie viele es da unten überhaupt waren. Hi. So. Also ja, zur Not kann ich da unten immer noch fischen. Und du schwimmst. Schwimmst du weg von mir? Ja, ich habe so das Gefühl, du schwimmst vor mir weg. So, da liegt eine Kiste. Au, Bruno, ihr nimmt Schaden. Emballers Pens. Die könntest du anziehen, ne? Nein, du hast schon einen Archmage. Aber du trägst, glaube ich, die Schuhe. Okay, das heißt, du kommst in die Aufhebekiste. Und die Kiste ist leer, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, und darüber kommen wir nicht. Höchstens, ich nehme mal kurz das Luftding in die Hand und falle ins Wasser. Okay. Gleich wird uns wieder die Luft ausgehen, genau. Und einfach irgendwo platzieren bringt wahrscheinlich auch nichts. Ne, da fällt es ins Wasser. Okay, ich denke mal, wir müssen die Dinger wirklich auf den Sockeln platzieren, dass was passiert. So. Wir haben schon wieder Sonnenuntergang langsam. Schwimmt zurzeit irgend so ein Viech in der Gegend rum? Sehe ich nicht. So, hier hin. Und jetzt wollen wir versuchen, die Luft anzuhalten. So. Mal sehen, wie lange wir das jetzt durchstehen können. Genug Leben haben wir ja. Au. Okay, kurz Luft schnappen. Nochmal da rein. Ein Antidot. Ein Schädel und ein Antidot. Das war das ganze Secret. War ja mau. Aber gut, wir haben schon unseren 5. Schädel von was weiß ich wie vielen. Du isst mal was. Alle anderen sehen noch okay aus mit dem Essen. Du hast schon wieder so ein Ding. Gut. Ach, das heißt... Ja, das heißt, es geht jetzt wieder zum Friedhof. Weil einen anderen Ort sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Den wir noch nehmen könnten. Und da müssen wir uns auf dem Friedhof doch nochmal mit dem Rätsel auseinandersetzen. EP065, weil gut, die andere Alternative, die wir noch hätten, wäre... uns zum Schrein zurückzuschlagen. Hier unten. Die Elementaressenzen zu platzieren und gucken, ob irgendwas dadurch passiert.
Kampfkreis Steingolems, den haben wir übrigens auch noch. Und natürlich den Keelbreach Bock, also den Sumpf. Ah, wir haben schon einiges an Gebieten geschafft eigentlich. Aber scheinbar gibt es noch mehr als genug. So, das hier ist das Rätsel, oder? Ja, die Orders kamen und das Ding wurde verschlossen. Das Ding, die Antwort findet man in den Archiven. Das sind die Letter hier. Die Sonne ging unter. Finally Star of the South. Vielleicht, wenn ich mal davon ausgehe, dass die Wüste im Osten ist. Okay, also erst einmal hat er in die Tundra nach Norden geschaut. So. Dann ging die Sonne unter. Im Westen. Dann hat er in die Tundra geschaut. Dann hat er in die Wüste geschaut und dann kam der Südstern. Und zu guter Letzt ist er auf seinem Weg weitergewandert. Steht was hier noch drin? Die Pilgerreise von Xafi. Also entweder muss ich die Steine eine Weile auf der jeweiligen Position stehen lassen, wie es bei einer Pilgerreise üblich ist. Also er ist... He began traveling towards the frozen Tundras. Also er ist erst nach Norden. Nee, halt. Wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich erst die Sonne mache, dann die Wüste. Finally the Star of the North. Und ja, die Hintergrundmusik hat schon ein bisschen was Unheimliches. Also wenn ich sagen wir mal, zuerst geht die Sonne unter. Ja, lass mich in Ruhe. Zuerst geht die Sonne unter. Dann schaut er in die, zurück zu seiner Heimat. Die vielleicht im Süden doch ist. Dann kam der Nordstern heraus. Und dann ist er seinem Weg weitergefolgt. Okay. Also zweimal nach Norden. Licht. Hier steht Dahab. Okay. Wir kommen von hier aus schnell in den Hub. Und ja, ich habe so das Gefühl, hier erwarten uns... Ah, Box. Oder Treants. Treants sind schon mal nicht gefährlich. Nicht mehr. Hallo Grab. Ein Master Carpenter rest hier. Okay, also das Grab markiere ich mal. Oh. Hey Kumpel. Weißt du was? Bei euch verschwende ich keine Magie. Ich verschwende Kugeln. Also hier habe ich schon mal ein Grab markiert.
Hier scheint es tiefer in den Friedhof reinzugehen.